Liebe Kollegen, jetzt zum Schluss zeigen wir euch noch einige Impressionen des heutigen Tages. Und ganz wichtig, wir haben Interviews mit euch geführt und daraus könnt ihr erkennen, wie wir in Zukunft unsere Kunden bearbeiten wollen. Was erwartet unsere KMU-Kunden von uns? Der KMU-Kunde erwartet Single Point of Contact, das heisst eine Ansprechperson, wo er sein Problem deponieren kann. Einer, den er kennt, einer, den er gesehen hat. Ma considerato che non saremo mai la compagnia più conveniente in Svizzera, questo io lo dico sempre ai nostri clienti, dobbiamo distinguerci per qualità e competenza e vicinanza al cliente. Allora, je dirais que les clients attendent de nous qu'on soit proche d'eux, qu'on soit à l'écoute d'eux et qu'on puisse leur proposer des produits et des prestations de qualité et des produits qui permettent de correspondre à leurs besoins, à leurs demandes. Flexibilität sehr wichtig, dass wir auf unsere Kunden eingehen können und dass jemand sie versteht. Also ich denke, wenn wir den Kunden verstehen, verstehen wir noch dann auch, was er von uns braucht. Dunque ci aspettano la qualità e un punto di consulenza unico, dove ci possono raggiungere telefonicamente selezionando un numero diretto senza dover passare per i numeri verdi eccetera. Questo è molto importante nel 2004. Was nos clients attendent le plus de nous? Wir als Persönlichkeit der Betreuer, wir Betreuung, die wir am Kunden überbringen, unsere Fachkompetenz und vor allem Swisscom im Hintergrund, das gibt, das rundet das ganze Angebot für den Kunden ab und das tut uns gegenüber unseren Mitbewerbern klar abheben. Alors je pense que nous détachons de la concurrence du fait que nous sommes un fournisseur de prestations globales de télécommunications. Donc nous pouvons proposer toute une palette de produits, de prestations et de services. Et nous avons surtout une très bonne qualité de service également. Principalement par un service, en soulignant les besoins du client, en s'attardant sur ce qu'il a réellement besoin et en lui donnant des services appropriés. In dem, dass wir den Kunden kompetent beraten, dass wir unser Know-how wiedergeben und nicht aggressiv auftreten. C'est d'être présent, c'est d'être à l'écoute du client et puis de le servir au mieux. Siamo meglio perché prima di tutto abbiamo l'esperienza. L'esperienza penso che questa ci aiuta. In secondo luogo conosciamo i nostri prodotti, gli altri ci copiano un po' e noi su questo siamo avvantaggiati. Ja, ich denke jetzt einmal, dass eben, wenn es persönlich betreut wird, dass das dem Kunden sehr wichtig ist. Dass wenn er zum Beispiel zu einem Event eingeladen wird, dass man ihn mit dem zum Beispiel auch emotional binden kann. Und wir haben auch sehr gute Aktionen durch das ganze Jahr durch. Aber ich denke, der wichtigste Punkt ist sicher eben die persönliche Betreuung vor Ort auch. Secondo te, come possiamo convincere i clienti a restarci fedeli? Also der Kunde gut zu betreuen, also vor allem so zu betreuen, dass der Kunde eine persönliche Betreuung hat, also mit ihm eine persönliche Basis aufbauen, dass wenn er irgendein Problem hat oder wenn er merkt, irgendetwas ist nicht gut, dass ihm gerade das läutet und denkt, ja, jetzt läutet das Swisscom an, die löst das Problem für mich, also dass wir miteinander Beziehung haben, dass er auch wegen mir vielleicht bei der Swisscom bleibt und nicht nur unbedingt wegen dem Produkt oder so. Alors, je pense qu'on peut convaincre nos clients de rester en innovant des nouveaux produits, des nouvelles prestations, et en les fidélisant et en continuant de prouver que Swisscom a les meilleurs produits et prestations pour la clientèle d'entreprise. Alors, possiamo fidelizzarli garantendo loro la qualità, un buon servizio e un supporto per tutto quello che concerne la telefonia, voice e data. Possiamo convincerli così. Dobbiamo fidelizzarli e fidelizzarli bisogna starli vicini e a volte una fidelizzazione viene anche dopo un reclamo gestito bene, secondo me, questo è importante. Eine noch ganz wichtige Frage, was kannst du persönlich dazu beitragen, dass der Kunde glücklich mit uns ist? Du persönlich. Ich bin Salesassistentin im Team Zürich und der Kunde, wenn er anruft, dann nehme ich jetzt mal als erstes das Telefon ab mit zwei Kolleginnen an
Und man sagt ja immer, der erste Kontakt ist eigentlich der wichtigste. Und ich probiere das so, ja, überzubringen. Indem, dass wir das Vertrauen gewinnen vom Kunden, indem, dass wir ihm eine optimale Dienstleistung anbieten können, das Vertrauen gewinnen, quasi wie, wie soll ich es vergleichen, wie ein Gärtner. Genau, ein Gärtner, der zum Kunden geht. Man pflanzt quasi den Samen, tut ihn dann gießen, man tut ihn wieder nach einer gewissen Zeit ein bisschen düngen, dann sieht man, wie er heranwächst, der Kunde. Und dann gibt es auch, wie soll ich sagen, Früchte, die man dann ernten kann. Und so ist der Kunde zufrieden und Swisscom ist zufrieden. So, und zum Schluss wünsche ich euch alles Gute und viel Glück und toi 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 beim Kunden halten und beim Kunden glücklich machen. Und tschüss, macht's gut, bye bye.